Eigentlich wollte ich das Video ganz anders beginnen, aber wie das so ist im Frühjahr, das Wetter spielt heute nicht so mit. Die letzten Tage waren echt schön, sonnig, warm und heute, wo ich das Video drehen möchte draußen, regnet es einfach die ganze Zeit. Und ich habe erst gedacht, es wird nur so ein kleines Nieseln sein, das hört bestimmt gleich auf. Und jetzt bin ich fast eine halbe Stunde draußen rumgelaufen und es wurden eher nur noch größere Tropfen. Deshalb rede ich jetzt hier von einer anderen Location als eigentlich geplant. Sitze unter einem Dach, aber wir sind trotzdem draußen. Heute möchte ich mit euch gemeinsam ein Resümee ziehen über die ersten 3 Monate des Jahres 2023. Wenn ihr mein Video zu den Jahreszielen und Plänen verpasst habt, dann schaut da gerne einmal vorbei. Das verlinke ich euch hier oben in der Infocard und auch nochmal unten in der Infobox. Und ja, heute reden wir über das erste Quartal 2023. Besonders Januar und Februar waren für mich eher so Vorbereitungsmonate. Da habe ich mich viel mit meinem Portfolio befasst, denn ich habe Bewerbungen vorbereitet für gewisse Fotoagenturen oder Beauty-Markenagenturen. Und hierfür brauchte ich mehr Material, was ich zeigen kann. Demzufolge habe ich schon mal den ersten Punkt meiner Ziele erfolgreich, nicht abgearbeitet, aber erfolgreich verfolgt. Denn ich habe einige TFP-Shootings, einige freie Arbeiten gemacht, insbesondere mit dem Fokus auf Beauty-Fotografie. Coolerweise haben mich auch 5 Agenturen bereits in ihrem System aufgenommen. Mal gucken, was da in Zukunft für Aufträge reinkommen, ob ich überhaupt ausgewählt werde. Es ist ja so, dass man in einen Pool von Fotografen geworfen wird, der Kunde zur Agentur kommt, sagt, was er sich vorstellt und dann die Agentur an gewisse Fotografen den Auftrag ausgibt, woraufhin man sich bewerben kann. Und dann entscheidet der Kunde erst, wen er für das Projekt haben möchte. Das heißt, es muss zwangsläufig gar nicht so sein, dass man den Auftrag dann auch wirklich bekommt, wenn man von der Agentur die Informationen erhält. Aber mal schauen. Schaden kann es auf jeden Fall nicht. Und die Fotos für das Portfolio, die entstanden sind, die sind auch so cool. Da bin ich sehr froh, dass wir das so umgesetzt haben. Was auch sehr gut läuft, ist mein Plan, jede Woche ein YouTube-Video hochzuladen. Denn das klappt wunderbar. Ich bin richtig gut im Ablauf. Ich habe richtig Bock nach wie vor. Und im Moment kommen wirklich jeden Montag neue Videos. Zwischendurch lade ich auch noch ein paar Shorts hoch. Also hier wird es auf jeden Fall nicht langweilig auf dem Kanal. Ich probiere immer ein paar neue Dinge aus, ein paar neue Formate oder ein paar neue Arten, wie ich Sachen filme oder Geschichten erzählen möchte. Deshalb würde mich sehr freuen, wenn ihr, falls ihr das noch nicht gemacht habt, meinen Kanal abonniert und mich auf dieser Reise begleitet, um auch meine zukünftige Entwicklung hier auf dem Kanal zu verfolgen. Ein weiterer Punkt auf meiner Liste war, dass ich mehr Sportfotografie machen möchte. Nun ist es so, dass jetzt in den Wintermonaten sowieso nicht so viele Events in der Hinsicht geplant werden. Allerdings habe ich für Ende April habe ich ein 2-tägiges Sportevent, worauf ich mich sehr freue und da nehme ich euch dann auch wieder mit. Ich habe schon auf dem Kanal ein paar Vlogs zur Sportfotografie. Wenn ihr da gerne mal vorbeischauen wollt, verlinke ich euch ebenfalls. Und ich freue mich, dass diese Saison jetzt wieder losgeht und bin gespannt, was vor allem in den Sommermonaten noch für Events stattfinden werden. In meinem Video zu den ganzen Zielen für dieses Jahr habe ich auch davon gesprochen, dass ich eine kleine neue Marke launchen möchte von mir, die sich mit Holzdrucken befasst. Und das habe ich auch getan. Die Marke ist im Februar online gegangen, beziehungsweise der Etsy-Shop ist im Februar online gegangen. Ich verlinke ihn euch auch mal in der Infobox. Allerdings muss ich sagen, bisher konnte ich keinerlei Verkäufe verzeichnen. Die Produkte können aber erworben werden. Und mal schauen, ob sich da noch was ob sich das noch ein bisschen positiver entwickelt oder ob der Shop am Ende vielleicht doch ein Flop wird. Wir schauen. Noch eine coole Sache, die ich gar nicht erwähnt hatte in dem Video, weil es auch eine Idee war, die erst im letzten Quartal entstanden ist. Denn ich möchte ein paar Workshops anbieten. Auf meiner Website findet man jetzt diverse Workshop-Optionen
1:1 Coaching, Netzwerktreffen, Fototouren, solche Sachen. Und man kann sich nun voranmelden, das heißt einfach nur, dass man sein Interesse offiziell bekundet. Und wenn sich genug Leute finden, dann wird früher oder später ein Event in der Hinsicht stattfinden. Aber da braucht man natürlich ein paar Leute. Gerade wenn man Gruppenworkshops anbietet, müssen sich natürlich einige Leute finden. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, mein Wissen ein bisschen weiterzugeben und auch auf das Vernetzen so mit anderen Fotografen, beziehungsweise habe ich auch eine Option für Netzwerktreff mit Models und Make-up-Artists. Und ich glaube, das ist eine ganz coole Sache. Da ja, schaue ich jetzt mal, wie sich die Leute finden, beziehungsweise wie groß das Interesse daran einfach ist. Aber Stand jetzt ist auf jeden Fall, diese Seite existiert und Workshops sind in Planung und da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Einen letzten großen Punkt möchte ich natürlich nicht vernachlässigen, denn ich habe es selber so betont in dem Video zu den Jahreszielen, dass ich mehr auf meine Freizeit achten möchte, beziehungsweise mir bewusst und aktiv Auszeiten nehme. Ich habe darüber nachgedacht und muss sagen, im ersten Quartal ist davon nicht so viel entstanden. Ich habe mir nicht wirklich freigenommen, weil ich gerade so in diesem Modus bin zum Produzieren. Und wie gesagt, ich habe viele Vorbereitungen getroffen dieses Quartal. Und deshalb ist da die Freizeit tatsächlich ein bisschen zu kurz gekommen. Aber ich freue mich, wenn es jetzt wärmer wird, dann auch mehr Zeit wieder draußen zu verbringen. Und dann werde ich automatisch mir mehr Auszeiten nehmen wollen, weil ich finde es total toll, wenn die Sonne scheint und es wird wärmer und der Winter geht weg und da blühe ich dann so richtig auf und dann möchte ich auch weniger arbeiten, weniger im Büro verbringen, sondern eher rausgehen und Dinge erleben oder auch einfach nur entspannt mich in die Sonne setzen und Kaffee trinken. Für das kommende Quartal sind wie gesagt 2 Sporteventtage schon mal fest. Außerdem freue ich mich auch hier, wenn das Wetter besser wird, dass man wieder mehr draußen shooten kann. Ich habe jetzt viel im Studio geshootet, was auch total cool ist, wenn es zum Thema passt. Aber ich mag es einfach, wenn man die Option hat, auch draußen Fotos zu machen. Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit dem ersten Quartal. Das kann gerne so weitergehen. Und ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn ich mich das nächste Mal hinsetze und dann das zweite Quartal, beziehungsweise dann ist ja schon das halbe Jahr rum, resümiere. Und ich hoffe, diese Zusammenfassung der letzten 3 Monate hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bye!